Hola. Hola. Audi Partner. Jetzt haben wir alle drei Sprachen durch. Rivier. Rivier. Ich wollte dir heute mal die Sache mit die Kopfgeld fertig machen, ne? Mhm. Hätte ich mal. Fühlen Sie sich verloren, suchen Sie Rat. Mademoiselle Leclerc weist Ihnen den Weg. Hm? Ja, das ist ja. Würde ich auch gerne den Weg weisen. Gut, dies. Ist der? Hey, was? Monsieur Ludwig. Ludwig. Ja, meine ich. Howdy. Wie heißt nochmal unser Doktor hier? Ja, gute Frage. Weber oder Lopez, beide. Der Mann. Sagen Sie, Mr. Parker, ja. Wie viel Gehalt erhalten Sie? $1, Sir. Also, Maschine Ihrer Stufe. Warten Sie kurz, Sir. Ah. Ich hab mir so viel Mühe gegeben. Was denn? Ich guck mal eben in mein Krickel-Krackel rein. Also, folgendes. Ui. Die Nationalgarde greift heute die Heartlands an. Mon Dieu. Um die Indianer da zu verprügeln. Verprügeln? Ja, aus dem Land zu treiben. Hm. Ja, die sollen da weg. Unterstützung? Nein, aber das macht die Nationalgarde, aber es ist davon auszugehen, dass die ganzen Verletzten hier runtergeschifft werden. Hm. Dementsprechend ist auch der Doktor hier vor Ort. Das Ganze soll so gegen 20 Uhr wahrscheinlich losgehen. Die Information ist von Herrn Nolan und der hat die von Mrs. Johnson. Okay, also der Ortsvorsteher hat die Info von der Governorin. Ja, und dann wird das schon passen. Ja. Ansonsten, wenn zu viele Verletzte hier runterkommen und hier voll ist und der Arzt das nicht mehr schafft, werden die hier Richtung Brave irgendwas Männer. Brave Männer. Genau. Mr. Miller war heute im Waffenladen bei Mr. Nolan. Mhm. Und hat sich anscheinend mit Munition eingedeckt. Und er ist halt dunkelbraun gekleidet und trug ein Poncho mit weißen Akzenten. Hm. Und ist dann auch wieder Richtung Mühle wohl verschwunden. Also Mr. Nolan sagte, es könnte sein, dass die vielleicht da irgendwo kampieren in der Ecke. Hm. Dann sollst du dein Pferd abholen, Jack? Na, ist sie da? Die war eben da, ja. Ja, dann schalte ich auch mal nachfragen, weil ich warte auch noch. Und Mr. Lohnen fragte, ob die Marshals wüssten von der Aktion heute mit der Nationalgarde. Ich habe jetzt fünfmal da mit diesem Fernsprechapparatgerät da versucht anzurufen, aber da geht keiner dran. Ja, dann müssen wir davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich schon dort sind oder auch da mitmischen, ne? Ja, weiß ich nicht. Das können wir nicht tun. Ja, ansonsten, wie gesagt, sollen wir dann mal gucken, dass es hier ruhig bleibt. Na, verstehe. Gut. Vielen Dank. Also, das war der Wunsch von Herrn Nolan. Gut. Mehr Infos habe ich jetzt nicht. Augen offen halten nach Miller. Wenn Miller hier ist, direkt festnehmen. Ui. Ja, wenn er sich, sobald er sich weigert, bewegungsunfähig machen mit Schusswaffen. Ja, wie gesagt, Mr. Nolan war sehr davon überzeugt, weil er ihn schon länger kennt, dass er heute bei ihm im Laden Munition wohl gekauft hat. Hm. Na gut. Rechts stehen auch Leute. Bonjour. Hola. Hallo. Hallo. Wie ist die Lage? Bis jetzt noch gut. Heute Krieg, ja? Ja, hat Ihnen der Deputy Bericht erstattet, ja? Sehr gut. Ausführlich. Michi Packer. Was? Also, genau. Wie hier unser Parker. Ja, genau. Hier unser Parker. Der gute Parker. Schön. Wie war das jetzt mit dem Hotel, Mr. Defosche? Hm. Die Dame oder wie? Ui, da gibt es eine. Wir haben gestern eine Dame gerettet. Die haben wir mit nach Rotz gebracht und die ist sehr interessiert daran, das Hotel zu übernehmen. Oder? Mhm. Yes. Wie würde das praktisch ablaufen, wenn wir die Dame wiedersehen? Ja, die Dame soll sich dann gerne per Telegramm bei mir melden oder das hat sie, wenn ich da ich sein sollte, im Büchsenmacher vorbeischauen. Mhm. Da sind wir auch regelmäßig anzutreffen. Und dann kann man da gerne mal in Gespräch gehen. Super, da schicken wir sie einfach mal vorbei. Genau. Wir sie mal wiedersehen.
Ja, Rot wird blühen. Gibt es noch andere Läden, die derzeit nicht besetzt sind? Ich denke mal, es wird in naher Zukunft noch eine Farm geben, die besetzt werden muss wieder. Trivia. Das super. Ist die Maddock Pond Farm oberhalb von Rhodes, also ein Stückchen weiter von der Tabakplantage. Hm? Die wird wohl in naher Zukunft einen neuen Besitzer brauchen. Mr. Abernathy wollte hier anfangen. Ja, also er will, hat wohl noch eine andere Option, aber... Gut, ja, nee, wir nehmen ihn. Hier würde er wohl auch anfangen, sagte er. Guter Mann. Also wenn du ihn nochmal siehst, dann kannst du ihm ruhig sagen, können sie ihm... Hey. Oder du kannst du ihm ruhig sagen. Ja, wie gesagt, ich habe ihm gesagt, ich richte das gerne aus und ja, ja, es wäre nicht so wichtig, er wird dann, wenn, nochmal wiederkommen. Mann, ist aber nicht wichtig, sagt er. Es geht noch darum, er hat irgendwie noch einen Kollegen, der auch gekündigt hat. Ja. Die wollen wohl zusammenbleiben. Naja, wahrscheinlich Baker. Aber Nathie und Baker waren hier. Ui, und auch Monet noch. Monet war gerade eben schon wieder hier. Ah. Er ist gerade, wo ich aus dem, mich mir dieses wunderbare blaue Hemd gekauft habe. Ist ja gerade wieder vorbeigeritten. Stimmt. Hemd ist ja jetzt auch schon. Schönes Hemd. Gut, ich rufe mal eben in Anne Saint-Denis. In Anne Saint-Denis. Sagt die Herrschaft. In Sainte-Annesburg. In Sainte-Anne. Scheiße, das Problem ist, wir können nur noch einen anstellen, nicht wahr? Das ist wirklich ein Problem. Gut, dann muss halt auf vorn wieder weg. Mit dem Pferd schaffst du, oder was? Oh, genau. Oh, oh. You're as good as buried. Almost hurt. What the hell is that? Geht schon gut? Ja. Super. Sagt man, zwei Frösche gehen einander mit einer an. Na, no, irgendwie sowas sagt man. No. Brauchen wir Unterstützung, Monsieur Montiel? Nein. Na, no, wir brauchen keine Unterstützung. Ich glaube, er will. Ich glaube, Madame, ich glaube, er will mich nur vom Telefon weglocken. Auf das, was wir hier haben, am Telefon. Er hat ihn angegriffen. Gut, Madame, ich. Mit ihrer Unterstützung. Ach. Oh, ein angenehmer Tag. Ach so, um 20 Uhr soll das im Norden losgehen, ne? Was los? Wo werden wir angegriffen? Na, hier waren wieder zwei Leute auf der... Ich sehe das. Nein. Guten Abend. Hm? Einen wunderschönen guten Abend, Madame. Ach, diese Stimme. Na, geht es Ihnen gut? Darf ich anbieten, Ihr Pferd an die Seite zu stellen? Für Sie, Madame? Können Sie gerne. Ich wollte eigentlich nur kurz zum Wasser fassen und dann sofort zu Mr. Harris also, weiter. Verstehe. Na, wunderbar. Dann stellst du gerne an die Seite. Dann stellen wir uns hier hin und beschützen Ihr Pferd. Genau. Hey, alles gut, hey. Ich glaube, Ihre Herrschaften reden hier. Oh. Ah, Madame, Ihre Hose ist auch sehr schön. Diese, ja, diese... es ist mir egal, können Sie sich sparen. Und, ouch. So fühlt sich das also an, wenn man einen dieser, dieser Behältnisse bekommt. Wie heißt das? Korb, ne? Schön. Genau so, Jacques. So fühlt sich das also an. Habe ich noch nie bekommen. Ja, sehen Sie, immer, es ist irgendwann ist immer das erste Mal. Nee. Ist Hannah schon da? Nein. Das weiß ich nicht. Ich glaube, Mr. Defranchet, da wo das herkommt, gibt es schon viel mehr davon. Ja, alles klar. Ich glaube, sie meinen mich gar nicht. Wir sehen uns gleich. Doch, ich meine sie tatsächlich. Aber ich kenne doch diese Anna gar nicht. Doch kenne ich sie und habe sie wieder vergessen. Okay. Ach, Sie sind eine der Ärztin hier, ne? Ja, für heute aber nur. Ah, verstehe. Die Situation sind Sie darüber informiert, ne? 20 Uhr beginnt ein Krieg gegen die Wapiti und die Verletzten werden wahrscheinlich hierher gebracht, ne? Ja, eigentlich bin ich ja Praxisleitung in Blackwater. Ah. Oh. Naja, man wird da gerade eingesetzt, wo man gebraucht wird. Und ich denke, es könnte gut sein, dass wir
ihr heute einiges zu tun haben werdet. Ne? Gerade weil ich die Einzige bin mit dem Boot in der Ärzteschaft und die ganz, ganz schwer Verletzten, die operiert werden müssen, müssen nach Blackwater verschifft werden, weil wir da halt den Platz haben. Ne? Das war Mr. Abernathy. Ich weiß jetzt auch nicht, wo Dr. Lopez drin ist oder Dr. Weber, die wollten eigentlich auch hier sein, weil wenn hier mehrere Verletzte sind, muss ich kategorisieren dann irgendwie. Natürlich. Okay. Ich habe Sandy nie auch informiert, die Polizei. Was er hier will. Abernathy. Ja. Treibt sie denn hierher? Ich bin gerade auf der Durchreise von Saint-Denis nach Valentine und dachte, ich kaufe mir mal einen Kaffee und mach mal eine Ruhepause. Hey, sie müssen sich doch keine kaufen, sie können doch bei uns vorbeikommen. Ach, alles doch gut. Viel besseren Kaffee. Ich danke Ihnen, Sir. Das glaube ich Ihnen sofort, dass Sie besseren Kaffee haben. Bei zwei Franzosen, ja. Ja, das stimmt. Da ist was dran. Bin immer gut den Kaffee gehabt. Ja. Naja. Super. Jetzt, ich bin ein bisschen angespannt wegen heute. Aber mal schauen, was der Abend bringt. Ja. Ist mit den Indianern, falls Sie das gehört haben. Nein, noch nicht. Nee. Um 20 Uhr gibt es einen, ich sag mal, Angriff der Nationalgarde auf die Wapiti. Und da werden hier dann die Verletzten hergebracht. Verstehe. Deswegen, naja. Ja, traurig, dass es doch keine Einigung gab. Ja, ich verstehe auch nicht. Ich habe gar nicht mitbekommen, was da groß los war. Aber das machen die schon unter sich aus. Ja, die haben uns vor 2-3 Wochen hier angegriffen, oben auf den Heartlands. Meinten, das Land geht jetzt ihnen. Ja gut, das ist natürlich nicht so gut. Ja, gab auch einen Angriff auf die Ölraffinerie, wo ich zugegen war, wo wir die zurückgeschlagen haben. Unangenehm. Ja. Ja. Wissen Sie schon was Neues über Blackwater, wie da der Stand ist der Polizei? Nein, weiß ich nicht. Nein, überhaupt nicht. Wollen Sie auch nicht wissen, nehme ich an, ne? Sagen wir so, sollte es klappen und mein Kollege und ich werden Town Marshals in Strawberry. Dann werden wir uns damit auseinandersetzen. Sollte es nicht klappen, kann es sein, dass ich doch auf Sie zurückkomme, Sir. Ja, jederzeit, wissen Sie ja. Sehr schön. Gut, na, dann bin ich mal gespannt, wie das alles ausgeht, nicht wahr? Ja. Ich will Ihnen mal nicht weiter auf die Nerven gehen. Und Sie gehen mir nicht auf die Nerven, Mr. Mandiel. Sie gehen mir nie auf die Nerven. Ja, gracias. Sie mir übrigens auch nicht. Das haben Sie Mr. Cockburn gegenüber im Vorteil, ja? Ja, dem würde ich auch noch einen Besuch abstatten. Ey, ich habe nichts gegen den Mann, aber er hat manchmal so seine Art. Ja, ich muss ihn unbedingt kennenlernen. Ich kann mir überhaupt nichts unter dem Mann vorstellen. Erstens, wie man, naja, so... Er ist ein guter, fähiger Mann, ja. Ja, aber gut, irgendwas läuft ja schief anscheinend. Ja, aus Beginn des diesen Jahrhunderts ist ein guter, fähiger Mann. Ich glaube, heute gibt es ein paar Sachen, die macht man nicht mehr ganz so, wie er es macht, ja. Was ist denn in Blackwater, wenn ich fragen darf? Nee, ich wollte mich einfach bei ihm mal vorstellen und mich mal erkundigen, was da los ist. Weil mir schien das bis jetzt nicht so, als wäre er so fähig. Wenn da dauernd die Leute weggehen. Ich kann über den Mann so nichts Schlechtes sagen. Mir geht seine Herangehensweise bei gewissen Fällen, wie soll ich sagen, geht mir nicht auf den Sack, aber die finde ich nicht ideal. Und das war wohl der Grund, warum ich im Affekt, weil Mr. Baker gekündigt hat, ich auch gekündigt habe. Mr. Forster? Ja, wunderschön. Oui, es geht um die Möglichkeit, ein Kopfgeld auf eine Person auszuheben. Das ist, soweit ich das gesehen habe, wenn ich richtig informiert bin, ist das ja in unserem Ermessen auch, ne, im Bereich hier von... Ich habe mal mitbekommen, dass sie stadtweit ein Kopfgeld verhängen dürfen. Hola. Guten Tag. Laufen ja immer noch so rum. Wieder. Jetzt nach Saint-Denis, dann laufe ich deswegen ein bisschen hübscher rum. Bleibt ihr denn hierher wieder? Entschuldigung, ich war gerade so konzentriert. Natürlich.
Haben Sie etwas gesagt, Mister? Was treibst du denn wieder hierher? Wieso wieder hierher? Naja, wo soll ich denn hin? Sie nicht. Frage. Ach so. Warum wollen Sie das denn so genau wissen, Mister? Ach. Sie sind einfach nur interessant. Also ich bin auch ein bisschen paranoid, bin ich ehrlich. Ja, das kann sein, Sie. Ständige Verkleidungen, anderes Aussehen. Bin ich oft häufig hier, ständig in den Wäldern und hab da verschiedenste Unterkünfte. Ich könnte mal paranoid nennen, oder? Naja, und das könnte man auch etwas interessant nennen. Ja. Bisschen zu geheimnisvoll, ha? Mr. Dixon, Miss Hall? Ja, ich meine, Scheiße, das ist Forster. Ist Forster, schön. Mögen Sie nicht? Ich würde. Man kann nicht sagen, dass ich ihn nicht mag, aber ich mag nicht die Dinge, die er tut. Was tut er denn? Bitte? Was tut er denn? Er ist Detective, oder? Inspektor. Er ist Inspektor. Okay. Er ist nicht vom Land, sondern vom State. Okay. Dann macht es die Sache nicht wenig. Das macht es nur. Was macht es interessanter? Ja. Er schnüffelt. Wissen Sie, er schnüffelt. Ihnen oder? Nein, er schnüffelt in Sachen rum, die er. Das ist ja seine Arbeit drin. Ja. Naja. Jetzt zum Beispiel. Ah, nein, was? Geht da hoch. Ich glaube, es interessiert ihn, mit welcher Frau sie hier rumstehen, ne? Das könnte sein. Unten. Ja. Wenn ich Ihnen Sachen erzählen würde, Mister, was dieser Typ alles auf dem Kerbholz hat. Was haben Sie denn alles auf dem Kerbholz? Das sollten wir bei einer guten Flasche Gin besprechen. Ich hätte einen im Office. Oh, ich habe sogar einen dabei. Wie drei ich sogar. Gin trinke. Es ist auch kein Gin, es ist Whisky. Ich trinke generell keinen Alkohol, nicht. Trinken Sie doch einen Schluck Waffenpolitur. Da kann ich Ihnen nicht anbieten, Shay. Ich hätte hier noch Kaffee oder. Ich habe gehört, dass belebend für ein Gespräch soll auch Coca sein, oder? Ja, Kaffee habe ich auch. Kokainpulver habe ich auch da. Ich habe auch noch etwas Opium drin. Was? Ich dachte, Kokain ist nicht erlaubt. Ja, und Opium Sie auch nicht. Sie sind aber Gesetzeshüter? Shay. Wie kommt das zu. Sind Sie etwa ein Fuchs? Fuchs? Oh. Nee, sondern das habe ich halt Leuten abgenommen. Ich mein, konfisziert, ich verstehe. Ja, und ich nehme das ja nicht, deswegen ist es noch hier. Verstehe. Ja, natürlich. Ich nehme das auch nicht, aber haben Sie schon mal an diesen Blättern genascht? Diesen Coca-Blättern? Mhm. Sehr interessant. Schön. Also, die Wirkung. Haben Sie jemals. Sind Sie jemals in den Genuss von Laudanum gekommen? Was? Laudanum. Was ist das denn? Großartig ist das. Wie ist das und was ist das? Ja, was ist das? Das ist großartig. Es ist ein Mittel, das man Leuten verabreicht, die sehr, sehr, sehr schwere, auch vielleicht nachher nach Operationen oder schwersten Verwundungen, das betäubt, macht aber auch sehr träge und schwerfällig. Oh, dann nehme ich das wohl dauernd. Oh, was? Sie sind ja, ich bin immer sehr schwerfällig und träge, ja. So ist genauso. Morgens zum Beispiel. Was? Darfst du mit meinem Kaffee oder Coca? Ja, aber oder? Bis dahin. Ach so. Ja, dann man muss ja auch erstmal aufstehen. Aber schmerzfrei ist man dann vor allen Dingen. Ja. Mal aufstehen wäre es auch mal. Naja. Das sind Sie wahrscheinlich bei uns nicht schmerzfrei. Wie alt sind Sie? Ha? Oh. Jetzt raten Sie mal. Das sagen doch immer die Frauen. Ach du Scheiße. Das ist das Widerlichste, was man machen kann überhaupt. Ja. Ich habe mich gut gehalten. Also, dann sind Sie bestimmt über 30. Ja. Etwas. Ja, dann wissen Sie, was ich meine, wenn ich sage, dass... Also 54, morgens, um ehrlich zu sein. Was? Niemals. Zu keinem Zeitpunkt. Nein. Doch, tatsächlich schon. Sie. Oh, die Scheiße. Keinen Zeitpunkt sind Sie vier, was, über 50? Ja, es tut mir ja leid, das ist wirklich einige Zeit vergangen seit den letzten Jahren, nicht wahr? Das hätte ich niemals, nicht bei Ihrem Esprit, Mister. Dieser abstoßenden Hässlichkeit. Was kann ich für Sie tun, Sir?
Ich wollte nur kurz was fragen, ob Sie zufälligerweise die Damen und Herren vom Stall gesehen haben. Oh, wir suchen sie selber. Auch leider noch nicht gesehen, schön. Und wenn ich sie sehe, dann richte ich sie an ihnen aus. Perfekt. Ich treffe irgendwie nur Leute, die wir auch suchen. Ja, genau. Geht ist genau jetzt die so Uhrzeit für die Gewerbesteuerabgabe? Vielleicht sind sie dort. Nee, die Uhrzeit ist um 12. Also ab 12. Ich glaube, da gibt es keine Feste. Nein. Die Gewerbesteuer wird... Ach so? Ja, früher war das immer so, dass man das... Achso, sehen Sie, so sehr schaue ich hin. Da ich kein Gewerbe habe, kann ich das natürlich nicht so... Naja, Sie sind doch viel informierter als ich, nicht wahr? Ich habe auch kein Gewerbe, also ich weiß auch nicht, wann die Abgabe ist, aber wenn man die schon früh abgeben kann, dann sollte man das wohl auch tun, wenn die Öffnungszeiten ab 20 Uhr sind, oder? Ja. Naja, so wie jetzt, nicht wahr? Das ist ja auch... So wie jetzt, ja. Ja, 10 nach 8, 20 nach 8, irgendwie... Ach, der gute Mann ist ausgerüstet. 10 nach, ja. Ah, sehen Sie. Ha, Zeitgefühl. Ja, super. Natürlich. Ich habe immer eine Uhr dabei. Und da oben ist ganz schön was los, finden Sie nicht? Wenn man so mal drauf schaut. Nein, nun gut. Dann werde ich mal weiter suchen. Wunderbar. Ich sage Ihnen Bescheid, viel Erfolg. Was ich finde. Viel Erfolg. Hatten Sie mal ein Gewerbe? Das kann ich nicht verneinen. Hey. War Mich O'Malley. Mhm. Und? Ja, sie hat mir jetzt nach mehreren Nachfragen mal was anvertraut. War etwas Ernstes noch. Okay. Die ist irgendwie, ich weiß nicht, ich musste das irgendwie rausfinden, weil sie so mysteriös war, weißt du, und wir haben uns oft genauso verhalten wie sie, das, wo wir immer, wenn wir abgehauen sind, weißt du? Was meinst du? Ja, wo wir, weißt du, noch in, wir einfach damals aus Schnonchelin. Ja, also nach Schnonchelin von Blueberry gegangen sind, weißt du? Da haben wir uns auch etwas, ich sag mal, anders verhalten, nachdem das alles mit unserem Laden passiert ist und so, weißt du? Es war auch eine andere Zeit danach, wir waren nicht mehr dieselben. Absolut. Und irgendwie habe ich das bei ihr auch gefühlt, dass sie irgendwie versucht, was anderes zu sein oder so. Jetzt hat sie, also sie ist irgendwie auf der Flucht. Mann, die auf der Flucht, vor wem? Jacques, was ich dir jetzt anvertraue, wirst du niemals mit ihr besprechen oder sie darauf ansprechen, sieh? Bitte. Na, natürlich. Du weißt doch, dass du mir trauen kannst. Jetzt Stress mit den Italienern. Das ist nicht schlecht, wenn wir dann sie ihr haben, ne, und sie uns vertrauen. Ja, und sie dachte, also sie, die Italiener möchten sie, und noch mehr, möchten sie tot sehen. Und deswegen hat sie ihr komplettes Aussehen irgendwie geändert und hat, ja, es wurde an Karfreitag eine Leiche gefunden in Saint-Denis, wo man dachte, es wäre die Miss, die sie mal war. Und die hat sie verursacht oder was? Sie hat gesagt, das war, das sagt sie nicht, sonst würde sie sich ja beschuldigen für einen Auftragsmord. Natürlich. Jacques, weißt du, was ich gesagt habe, ich Idiot? Ich hab gesagt, selbst wenn es so wäre, dann würde ich nichts dagegen tun. Aber das könnte... Man könnte da Amnestie natürlich gewähren, ne? Amnestie? Ui. Verjährung. Ich weiß nicht, wann so eine Verjährung ist. Jedenfalls, ich kann da nicht... Was schreibst denn du da auf, Schach? Nur ein paar Gedanken. Ich höre dir völlig zu. Also ich habe sie da irgendwie, ich habe da in ihren Augen habe ich uns gesehen. Verzweiflung. Da kann ich verstehen, Frage? Dass sie das mitnimmt. Ja, Sir. Was ist denn los? Ich hatte nur geschaut, wo sie sind. Achso, na, weil sie das Gewehr in der Hand haben, deswegen habe ich. Ja, was? Ich habe das Gewehr. Achso. Ja.
Nehmen Sie mal richtig fest in die Hand und wunderbar, super. Okay. Nee, es ging nur darum, Mr. Nolan hatte gebeten, die Marshall zu unterrichten. Wegen dieser 20 Uhr Geschichte. Ja. Und telefonisch erreicht man sie nicht. Da habe ich gerade erfahren, ja, dass sie umgezogen sind und da noch keine Leitung liegt. Ah, super. Sie haben alles getan, Monsieur, was sie tun konnten. Wirklich, machen Sie sich keine Gedanken. Ne? Ja, ich war nämlich gerade nochmal hingeritten, aber da ist auch niemand vor Ort. Okay. Ah, sehr gut. Gut gemacht, super. Deswegen, und dann hatte ich sie irgendwie aus den Augen verloren. Okay. Na, dann gönnen Sie sich erstmal einen ruhigen Kaffee, schau. Ja, oh, danke schön. Ach ja, haben Sie Monsieur Foster den Kaffee gegeben? Ja, habe ich gemacht. Also. Ja, ich habe in den Augen die Verzweiflung gesehen, die ich in uns mal sah. Weißt du? Und deswegen habe ich gedacht, dass man muss ihr helfen. Sie ist so verzweifelt und ich mag sie einfach. Weißt du, ich vertraue ihr und sie vertraut irgendwie mir. Und auf der anderen Seite haben wir ja kein Gesetz gebrochen, weil sie ja... Und sie sagt ja nichts. Sie hat ja nichts gesagt, also wurde nichts zugegeben. Du schreibst doch jetzt nicht auf, was ich gesagt habe, oder? Überhaupt nicht. Mach dir keine Sorgen. Ich bin an einem anderen kleinen Projekt. Okay. Was machst du denn? Du schreibst jetzt nicht ein Theaterstück, oder? Was? Was? No, natürlich nicht. Nur weil ich ein Theaterstück schreibe. Ach nein. Nur weil es mein Traum war immer. Und weil ich mit Monsieur... Oh, na, nur ein Blatt. Es ist schon quasi fertig. Ich weiß noch nicht, wie ich es hier hinbekomme. Na gut. Gut, Jacques, wir sollten mal rausgehen und ein bisschen patrouillieren. Ja. Wir haben die Mannstärke. Die Mannpower. Das können die anderen draußen auch hören. Wir haben die Mannstärke. Was machen wir mit die Kopfgeld? Müssen wir wohl vertagen. Ich glaube, wir müssen das vertagen, bis wir was von Mr. Brooks hören. Oder nicht? Naja, nicht unbedingt. Wir haben ja Mr. Miller ja hier in Woods, weil er straft hat, sag ich mal, erwischt. Grundsätzlich gesehen, oder? Naja, ich war ja dabei, ja. Ja, also Sie können Mr. Miller theoretisch für die Stadt Woods suchen lassen. Oh. Das können wir selber... Ja, also theoretisch spricht ja nichts dagegen. Also halt nur für die Stadt Woods dann. Hm. Ja, dann können wir das doch machen und sobald es mit Mr. Brooks durch ist, gibt es dann halt noch eine County aus. Hey. Ich habe schon nachgesehen, wie viel Kopfgeld ist. Also die Maximalstrafe auf Entführung ist $500, minimal $120. Ne? Ja, so. Michi Foster sagte, dass wir das. Ja, so als Circa-Einschätzung können Sie das nehmen. Schreiben Sie dann am besten wirklich auf das Plakat drauf, gesucht in Woods wegen den und den Straftaten. Okay. Machen wir das. Mr. McCoy, Mr. Parker, würden Sie etwas durch die Stadt patrouillieren eventuell? Natürlich, Mr. McCoy. Also im Zivilgesetzbuch und Strafgesetzbuch habe ich jedenfalls nichts gefunden, zwecks den Kopfgeldern, aber wenn im Handbuch des Marshals steht, dass man stadtweit auch als eins aushängen kann, dann darf man das sicherlich auch, weil wir haben in Saint-Denis hier einmal die Aragonas gesucht, okay. Stadtweit. Okay. Oh, das klingt doch gut. Sie dürfen ja Miller theoretisch auch jederzeit festnehmen, wenn Sie ihn hier in Ward sehen oder im Umland. Ja. Das hätten wir letztens beinahe sogar getan. Aber er ist uns entwischt. Okay. Gut, Monsieur Defranchet. Monsieur Mordier. Kommen Sie mal.
Das war so ein, was gibt's? Müssen wir hier zu viert sein? Ich dachte, wir nehmen uns die Männer, die wir haben, und gucken uns einmal bei der Mühle ein wenig um. Ja. Gut, aber dann ist ja niemand mehr von uns hier. No. Das ist auch nicht so gut. Ob es manchmal ja jemand hier sein soll. Ja, das wäre die Überlegung, ne? Und auch wir schicken die beiden los, noch zu einem Erkundungsausritt bei der Mühle. Die sollen sehr vorsichtig vorgehen. Und wenn irgendwas verdächtig ist, sofort zurückkommen. Und dann wird die anderen beiden einmal schicken. Können wir machen. Ja. Wollen wir kurz den Schalltag einzahlen, oder? No, ich hab schon. Ja, wunderbar. Ja, ich denke, in Zukunft mache ich das besser immer. In Zukunft war ich das besser alleine. So. Bei der roten Mühle dort hinten kampiert. Vielleicht machen wir, wenn sie sich die Situation hier ein wenig beruhigt hat. Okay. Ich hab sogar Tag, Mr. Soft. Guten Tag. Ja, hallo. Wahrscheinlich sehr viele Patienten eigentlich reinkommen sollen. Wie viel haben Sie denn? Wo sind die jetzt hin? Zeitung oder so. Ja, Mr. Parker hat eine Zeitung. Ui, und da will er im nächsten Ausgabe schreiben, dass Monsieur Foster mit den Italienern zusammenarbeitet, korrupt ist. Das ist Verleumdung, Schei. Dafür kann er angezeigt werden. Ich weiß nicht. Er soll Beweise haben oder so. Ne? Ich komme damit nicht so. Ja gut, aber dann ist ja was dran. Ja, hier vorne steht ein Pferd. Direkt hier vorne. Aber das muss ja nicht sagen. Da ist das. Ne? Ich habe mir Gedanken gemacht. Immer sehr gut. Hat mein Vater gedacht, auch immer gesagt. Sehr wichtig. Ich habe gedacht, ich höre vielleicht auf. Aber tu das nicht. Womit willst du aufhören? Zu rauchen? Nein, mit dem Marshall sein. Warum? Ich merke, das liegt mir einfach nicht. Liegt dir nicht? Warum nicht? Ich meine, du bist ein freier Mann, du kannst machen, was du willst, ne? Warum liegt es dir denn nicht? Es ist einfach zu viel Verantwortung. Was meinst du mit Verantwortung? Ja, alle gucken irgendwie auf einen und man erwartet, dass hier geliefert wird und ich, ach, ist doch auch... Wer denn? Niemand verlangt. Alle, ich habe das Gefühl, alle schauen auf mich. Na, der Einzige, dann der auf dich schaut, bist du. Dann ist es gefährlich und der Miller sucht mich und ach. Frag. Du Verone, Pippel. Es ist der 1. April, verdammt. Spaß. Du hättest dein Gesicht sehen sollen. Ich habe doch diese Blackjack-Face, ne? Ja. Blackjack face.